Herzlich willkommen wieder bei der zweiten Liga von Formel 1 2016. Blub, blub. Hier bei uns bei Mojang. Ich leider nicht, aber ich mache hier dann laut. Ich habe halt Übersteuern bekommen am Ausgang der Kurve und bin halt in der Wand. Ja, das ist glaubwürdig. So, wir fahren Ungarn. Siebtes Rennen. Letztes Rennen war ich nicht dabei. Wurde, glaube ich, gar nicht hochgeladen von unserer Liga, ne? Ja, ich habe einen Zusammenschnitt hochgeladen. Ja. Nee, ich meine jetzt nicht beim Mojang-Kanal, meines Wissens nach. Ja. Nee. Aber. Ja. Wer das noch sehen will, der guckt einfach die erste Liga. Mal so eine Frage, wenn ich jetzt mit roten Reifen rausfahre, ja, starte ich dann auf den? Nein, du musst, ja, musst eine Runde mit dem fahren. Eine gültige Runde. Ja, natürlich. Eine gültige Runde. Boah, ja, wow. Also fahre ich nicht mit den roten raus, oder wie? Wieso? Hey, wenn ich mit den roten starte, dann verkacke ich ja direkt. So verkackst du dann direkt. Du musst aber eine gültige Runde mit den roten fahren. Und sie muss deine schnellste Runde sein halt. Die schnellste Runde. Wenn du jetzt mit Geld schneller fährst, dann die Reifen, mit denen du die schnellste Runde gefahren bist, die zählt. Ja, okay. Mann, wer schreibt denn jetzt hier im TeamSpeak? Bin ich auch, ich kann cool nur zuschauen. J1 kann nur zuschauen. Ja, sollen wir nochmal neu starten? Ich meine, sonst sind wir nur 7. Also wie gesagt... Nochmal J... Ja, soll ich mal eben nochmal kurz rumtelefonieren, ob ich noch Formel 1 Fremde dazu holen kann? Also im Rennen könnte er aber wieder mitfahren. Ja, im Rennen. Kann er oder kann er nicht? Eigentlich schon. Eigentlich müsste eigentlich theoretisch nur auf seinen Charakter gehen und dann einmal X drücken. Ja. Wenn nicht, es betrifft nicht mindestens die Hälfte, also wird das nicht berücksichtigt. Wir können jetzt hier nicht wegen so einem... Aber wir sind nur 8 Leute und wenn wir jetzt noch einen rausschmeißen, weil er nicht mitfahren kann. Ja, er kann ja eben Rennen wieder mitfahren. Was ist Janis für eine Zeit gefahren? 1:22:23. Okay. Mal so eine Frage, inwiefern hört man mein Lenkrad? Gar nicht. Ja, witzig. Mein Mikro hängt einfach geil. Ich hab vorhin extra noch mein Mikro umgehängt. Oh Gott. Hier den ganzen Scheiß auf. Oh! Ich bin auch gut, ey. Lass ich den einen Herrn vorbei und was passiert? Ich fahre erstmal direkt geradeaus im zweiten Gang mit voller Kanüle. Ja. Achso, eine J149 hatte das Problem. Ja. Also du solltest theoretisch nur auf deinen Charakter gehen und dann einmal X da rechts. Ja, gut. So viel dazu. Da sollte so ein Lenkrad stehen. Ja, aber er ist ja gar nicht auf der Strecke, seine KI. Glaube ich zumindest. Ist die in der Box? Ja, aber du kannst sie doch trotzdem, wenn die in der Box ist, drauf zugreifen. Ja. Achso, ja. Bei mir in Belgien, glaube ich. Es ist Lewis Hamilton und der ist in der Boxengasse. Ich glaube, das wäre er. J149 fährt mit Mercedes, oder? Ja. Ja. Ja, weil dann sollte er es sein. Boxenstopp. Dankeschön. Und man kann die Prozente steigen sehen bei den Reifen. Ja, im Qualifying und im Training wird die Reifenabnutzung halbiert. J1P9, bis im Zuschauermodus, geht dann auf deinen Charakter. Dann sollte da unten links sehen, stehen dann die ganzen Tools. Da sollte ganz rechts sollte so ein Lenkrad sein und da soll untersteht irgendeine Taste, die musst du drücken. Dann übernimmst du deinen Sieger. Ah, hat er gemacht. Perfekt. Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. Warum ist eigentlich auf der Startziel dann dauernd gelbe Flagge? Verstehe das nicht. Micha, der ausgeschieden ist. Aber auf Startziel? Warum ist er denn auf Startziel gelbe Flagge? Nein, weil er seine kaputte KI in die Box gepippt wurde und der Codemaster so denkt, dass der auf der Startziel steht. Ah, so funktioniert das System. Da hat jemand richtig gut programmiert. Alter, ich hasse Ungarn! Sorry.
Nichts gegen Ungarn, aber diese ich bin gerade im Zeitfahren die Strecke ungefähr 10-mal mega geil gefahren, jedes Mal gemeistert und jetzt fahre ich hier dieses scheiß Quali und meine Reifen werden bei 50% sein, wenn ich mal eine gültige Runde habe und ich aber nicht Feuer rausfliege. Doch gültig. Da hattest du auch minimal Benzin und beste Reifennummer und ja, das ist ja egal. Ich schaffe es einfach gerade null irgendwie mich daran zu gewöhnen irgendwie, keine Ahnung. Aber mir geht's ähnlich, ja. Ich aber auch wo ich trainiert habe im Trainingsmodus habe ich es nie geschafft. Dann bin ich vorhin einmal kurz Zeitfahren gefahren und irgendwie Zeitfahren klappte das alles super. Ich verstehe das nicht. Also klar, Bedingungen sind einfach perfekt im Zeitfahren. Aber trotzdem, das kann doch nicht so kranker Unterschied sein, dass ich hier nichts auf die Reihe kriege. Die Bedingungen hier sind eigentlich auch fast perfekt. Optimal hier in Ungarn ist 27,34. Wir haben 26,34. Ja, deswegen ja. Ich merke eigentlich, dass es gut sein müsste, aber ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Das ist eine gültige Runde nicht, ne? Ja, gültig, wow. Startplatz 7. Aber ich glaube, ich komme eh nicht weiter vor. Das 1-9 fährt dann eine schnelle Runde, gucken wir mal. Wer hat Startziel eine schnelle Runde jetzt? J149. Gucken wir mal zu. Ups, habe ich ein bisschen früh geschaltet. Und zu doll gebremst. Yo, ich hasse diese Kurve, Alter. Oh. Und ich hasse es, dass man hier keine fucking Haarschaltung hat, Mann. Dirt Rally ist viel geiler, mit Haarschaltung zu fahren. Aber gut, da fährt man vielleicht ein bisschen langsamer. Mhm. Wollte also ich gerade sagen, du willst 8 Gänge mit Haarschaltung fahren. Nee, die haben ja nur, die haben nur 7 Gänge bei Dings. Ja, aber die Formel 1 Autos haben ja 8. Ja. Und bei Eurotruck Simulator fahre ich, bei Eurotruck fahre ich mit 12 Gängen. Bei American Truck Simulator fahre ich mit, ich glaube, 18 Gängen. Bei Eurotruck Simulator musst du auch nicht so schnell schalten. Ja, scheitert da eh nur jeden zweiten. Könnte man hier, glaube ich, auch machen. Ich möchte erstmal ein Lob aussprechen, es hat jeder eine gültige Runde. Und 5 von 8 sind auch soft gefahren. Welcher Platz bin ich gerade? Wer? Ich, Micha. Wieso? Was wolltest du? Welcher Platz bin ich gerade? Weil ich kann es ja nicht sehen, welcher raus bin. Okay. Weiter. 14 Rückstand auf Jannis. Naja, kann er eh nicht mehr fahren. Alles fährt gerade schnellste, ne? Achso, die da gerade aus Sektor 1 rausfahren und jetzt in die links-rechts gehen, rechts-links meine ich, mal Bescheid sagen gleich, dann lasse ich euch vorbei. Ja, ja. Was machen wir dann? Oh nein, 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 nein. Okay, ich habe die Runde versagt, fahrt euch weiter. So, raus hier. Schaltet ihr immer noch mal in den vierten Gang, bevor ihr in die Box fahrt? Schalte gar nicht. Oh Gott, ich bin kein einziges Mal die Boxeneinfahrt gefahren. Das wird ja lustig im Rennen. Pass auf, Alter, dieser Bremspunkt ist so eklig, ne? Du siehst, man sieht es irgendwie einfach nicht, wo man 80 haben muss. Das Problem ist, wenn du ich verschätze mich nicht jedes Mal. Ja, aber nicht da, wo ich denke. Können wir dieses Mal vielleicht nicht den Boxen Bremserschild absparen da? Ja, das wäre nett. Wenn das mal da bliebe. Dieser Bremspunkt oder was? Ja. Also das. Ja. Das Schild. Weil in Brasilien, das war öfters bei mir sehr knapp. Keine Ahnung, ich bin in Brasilien nicht mitgefahren, da war ich leider in Frankfurt. Ja, Brasilien war. Wer kommt Sektor 2?
Boah, es ist doch scheiße. Alles gut, bin ich auf der schnellen Runde. Ja, ja, ich bleib jetzt. Okay. Jay auf einer schnellen Runde? Weiß ich nicht. Wie lange ist denn noch? 2,5. Okay. Eine Runde kriegst du noch hin. Minecraft, die auf einer schnellen Runde? Also ich krieg gar keine, weil ich raus bin. Auf einer schnellen Runde, ich bin auf der Outlap. Auf der Outlap? Ach ja, ist doch richtig. Dann kommt ja gleich die schnelle Runde. Dann lass mal ein bisschen Abstand zu DS. Ja, mach mal. Dann hau ich dich mal. Nein, ist richtig. Dann schauen wir jetzt mal, ob Minecraft die noch die 1 schafft. Nee, das 1.22.3 bin ich nie gefahren in Umgang. Doch bin ich in Zeitfahren. Ich müsste einfach Tobi neben mich setzen, der dann gleichzeitig noch für mich mitfährt. Zumindest in der Quali. Würde ich immer von 1 starten, das wäre eigentlich mega chillig. Okay, ich sehe schon, du bremst echt komplett anders als ich. Wir nehmen ein bisschen Schwung mit, war geplant. Achso, ich wollte gerade sagen, ja. Alter, da fährst du aber auch richtig weit außen. Okay. Ja. Krank, ey, ich fahr komplett anders. Hab mir vorhin nochmal Erik angeguckt, wie der fährt. Irgendwie fahre ich jetzt mehr so im Erik-Style. Nur mit mehr Grün unter den Rädern. Gut, Gott sei Dank war das nicht abgekürzt. Wo ist eigentlich mein Handy? Am Ladegerät. Nee. Ja, das ist so genial, ne? Der Typ, der war bei mir und eine Minute später kriege ich die Rechnung. Nein! Also, wird eh abgebucht, aber trotzdem. Gut, 50 Sekunden hast du noch. Ja, ja, ich muss noch eine Runde fahren, die ist ungültig. Ich fahre nur 69.000 hinter Jannis. Das wird was. Fährst keine Runde mehr? Alter, 40 Euro habe ich gerade bezahlt für Getränke. Läuft. Auf geht's. Er fährt auch immer voll in den Begrenzer rein. Ja. Ja, du. Volle Kanüle immer. Na, richtig schön die Gänge ausfahren, ja. Jo, mein Spiel legt sich einfach mal so ab. Nice. Ablegen in Form von aufhängen oder abstürzen? Nee, ablegen von legt sich ab. Also einfach so, ich werde einfach, genau, minimieren. Ich werde einfach auf dem Desktop gezoomt. Das hast du ja immer. Ja, aber es ist total nervig. In letzter Zeit hatte ich das kaum, aber da habe ich auch mal Europa Universalis 4 gespielt. Da fällt das nicht auf. Weil das Spiel offen bleibt, wenn es sich minimiert. Formel 1 ist halt so ein Spiel, das legt sich komplett ab. Und bei FIFA ist es so, das wechselt dann automatisch in den Fenstermodus. Das dauert dann nochmal ein halbes Jahrhundert länger. Und Europa Universalis lässt das Fenster einfach offen. Der ist doch scheißegal. Aber das sieht gut aus. Jetzt komm. Gib Turbo. Ja. Nice. Boah. Voller Erfolg hier für Sahara Force India. Ey, das wird heute was. Lukas, das gewinnen wir heute. Ich bin sicher. Also wir sehen, ich bin mit meiner 1.26 auf jeden Fall sehr gut. Ey, ich muss zugeben, ne, das ist die beste Runde, die ich heute gefahren bin. Ach ne, okay, ich bin vorhin in Zeitfahren 1.24 gefahren, aber das kann man nicht vergleichen. Na gut, dann hätte ich schon mal was für Zusammenschnitt, für Qualified. Erstmal Screenshot. F12. So, weiter geht's. Kurz auf Klo. Nicht bereit drücken, alle. Ja, ich nicht sagen. Das kann nicht so schwierig sein heute. Bei 8 Mann eigentlich nicht. Ups. Wir warten jetzt nur noch auf Jay. Gut, ich habe schon mal Screenshots gemacht für Graf. Ja, am Ende regnet es. Tatsache, ey. Ich guck mir gerade nur das Intro an. Ja. Guck's auch weg. Warum? Ich finde das vielleicht schön. Dann guck's sie an. Aber das ist ja nur ein Regentropfen. Ja, es ist leichter Regen.
Hast du recht. Na, muss ich ja trotzdem auf Inters gehen, oder? Weiß ich nicht. Ich hab's nicht so mit Strategien. Ja, das ist eh, die sagen hier, ich soll 3 oder 2 Stops machen, aber ich glaube, ich brauche eh einen mehr. Mach 3 Stops. Hä? Gelb, rot, rot, gelb oder was? Also soft, super soft, super soft, soft oder was? Ja, passt so, ne? Nee, das halte ich niemals durch mit den Super Soft. So. Aber ob ich Medium. Deine war auch Klobi warten. Hey, warum muss ich denn auf Super Soft starten? Weil du mit den Super Soft. Weil du mit denen deine Runde gefahren hast. Nee, habe ich nicht. Ich habe mit Soft gefahren und ich habe mein Auto gecrashed. Also eigentlich. Aber vielleicht war die Super Soft Zeit besser. Doch. Wahrscheinlich hat da. Ich bin aber nur soft gefahren. Nachdem du rausgefallen bist, ist er so auf super, ist er so auf Toft umgesprungen. Alle jetzt mal bitte in den Chat schreiben von Aufnahmeraum, ob sie ready sind. Hä, hey, wieso denn in den Chat? Ja, das Spiel kann ich jetzt nicht mehr nehmen. Ich bin ready. Sorry, ich kann nicht schreiben. Ich bin auch ready, ich kann nicht schreiben. Okay, ready. Achso, sag doch mal jetzt mal. Ich dachte, wir warten jetzt auf Jay, oder nicht? Jay ist doch da, oder? Ach Jay so. Hat doch gerade gesagt, dass er da ist, oder? Ja. Jay hat auch nicht ready geschrieben. Was soll ich denn eigentlich machen, wenn meine Aufnahme mitten im Rennen abschmiert? Dann hast du keine Aufnahme. Neu starten. Ja, mitten im Rennen. Ja, dann. Dann am besten in die nächste Wand fahren, dass ein gelbes Auto für mich kommt, damit ich. Gelbes Auto? Safety Car, ja, ich habe gerade voll den Namen vergessen und dachte an gelbes Auto und dachte mir so, hä, wie komme ich darauf? Gelbe Flagge, ja, meinte ich natürlich. Alte, gelbe Mercedes. Ne, der kommt raus, wenn die gelbe Flagge draußen ist, deswegen ist es ein gelbes Auto. So wie der ADAC. Oder Renault. Hey, welches? Yannick bereit, DS bereit. Ja, gut, halt Renault. Ich weiß immer noch nicht, welche Strategie ich nehmen soll. Ach, ich nehme jetzt die. Jimmy ist bereit. Micha ist bereit. Kann ich mich umschauen? Ja. Ne. Und Jay? Wahrscheinlich auch. Ja, der kann halt nicht sprechen. Weil ja, aber Jay hat auch nichts einfach geschrieben. Einfach starten, weil er sich nicht antworten kann. Ja, ja. Jeder ist ready. Wir starten jetzt. Achso, Jay hat gesagt. Aber das hat Jay schon vor 10 Minuten, nee, vor 20 Minuten geschrieben. Ja, das hat er am Anfang gesagt. Einfach starten, falls ich nicht antworte. Ja, okay. Habt ihr denn also schon. Dann starten wir, dann ist jeder ready. Ich trinke erstmal noch ein Schlückchen von meinem guten neuen Whisky. Guten neuen Whisky. Janis, du brauchst dich nicht. Okay, aber der schmeckt echt gut. Nee, also, ja, okay, ich nütze mich nicht. Ich kann ja mal so ein bisschen hier Werbung machen. Ja, Werbung. Hier, das neue. Das neue Whisky. Aber der ist echt nice. Also das der ist nicht ganz so stark wie der, den ich bisher sonst hatte. Der ist nicht. Oh, doch, der ist da. Warte, wir kommen. Warte, im Glück. Ich hab so einen Puls gerade, obwohl wir nur aus 8 sind. Garantiert Punkte. Außer du bist nicht ganz. Warte mal, war DS 180 der letzte Mal? Nee, ne? Vorletztes Mal hatte der. Aber der fuhr doch ganz gut. Ist er eigentlich hier drin? DS? Hallo? Ja. Hallo, ja. Ah, hallo. Ja, er hat Sound muted. Hat er doch schon mal den Grund gesagt. Achso, er hat da was dabei. Ich war ja nicht da. Ja, vor 2 Wochen. Sein Vater hat einen Anruf gehabt und direkt neben ihn und hat sich deshalb gemutet. Allerdings hat er sich nicht wieder entmutet, weil er während des Rennens sich nicht entmuten kann. Ja, ich fand das nicht ganz so geil. Ja, ich auch nicht. Ja, dann ist ein bisschen reifenschonender, ja? Meine Reifen sind doch noch gar nicht warm. Ich hoffe. Oh Gottchen! Uiuiui! Ersten von Halle. Da geht's schon los, Das nenne ich mal Reifenmanagement hier. Meine Reifen haben auch nur eine schnelle Runde gehabt. Meine haben zwei gehabt. Ein Dreiviertel schnelle Runden haben die darauf gehabt. Boah, warum fahrt ihr denn hier so schnell, ey? Hallo? Ja, ich werd von Jannis gebucht. Wir fahren doch gar nicht schnell. Ich fahr so, dass ja, jetzt, die ganze also Zeit Jimmy, der fährt ganz okay. Manchmal fährt er ein bisschen zu schnell, aber so, Jungs, bin auch mal da. Hi. Wer bist du? Einfach, die bleibt doch stehen. Geburtstag. J1P9 kannst du dich eventuell auch entfüßen, aber hast kein Mikro. J1P9 fährt in meinem Mercedes, finde ich nicht nett. Entweder sagt man Mike oder Mikro. Aber Mick hört sich richtig eklig an. Mick. Also, Mick. Außer Mick bei Schumacher. Mick Schumacher. Da geht das noch. Das ist ja nur Mike. Oder nicht? Heißt er nicht Mike? Nee, oder der ist Mick. Mit CK. Okay. Oh. Ja, wusste ich nicht mehr. Der ist Mike. So wie Mickey, bloß ohne I. Mike Tyson.
Also wie Mickey Maus ohne Y oder wie Mickey Schumacher, haha. Viel Glück an alle. Er hat dir auch, ebenso. Hier ist jetzt ganz wenig, das heißt, er startet ganz schnell. Viel Spaß. Mick ist der Fels in der Brandung. Nee, das heißt doch Peter. Yo, J1P, Alter. Alter Junge, bei mir ist die Ablauf. J1 hat so richtig harten Frühstart gehabt. Minecraft die Frühstart, ne? Aber ja, nein, war es nicht. Nein, das kommt immer auf die Ampel an. Ja, die Ampel ist mein gut gelaunt, ey. Meinst du? Ja, Jungs, das war ein sehr fairer Start. Hab ich auch noch nicht. Ups, sorry. Oh. Ich hoffe, es hat dich nicht getroffen. Das nee, war jetzt. Ja, doch, du hast Janis mich zurückgezogen. Nee, ich meine, dass es dich zeitlich nicht so sehr gekostet hat. Ich habe mich gerade voll verbremst irgendwie. Das war auch nicht so vorgesehen. Alter, ja, Mike, kommt. Hier hast du keine Schafe? Nee, die Ampel ist bei mir genau in dem Moment rausgegangen. Du weißt ja, es gibt Kurve 1, ne? Was? Es gibt Kurve 1, ja? Kann Janis ruhig in der Rennleitung nachgucken, wie er, was er sonst immer macht. Wenn er gemutet ist. Kann ich beweisen? Okay. Alter, ich schaffe es echt nicht. Oder Daniel Ricciardo? Oh, 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 oh. Nee, Daniel Ricciardo. Uiuiui, Achtung! Schade, dann wäre wieder nett in der Kurve 1 geworden. Alter Schwede. Sehe ich da nur die zwei Wagen rumhängen? Wahrscheinlich ist sein Spiel wieder abgestürzt. Ah, heute ist ein. Aber J1 war nicht in den Unfall gerade verwickelt bei euch beiden, oder? Oh. Was? Bei den beiden hier hinten, wo ich gerade vorbeigedüst bin. Renault und wer der andere auch. Ich habe keinen einzigen. Er ist nämlich reingefahren, hat keine Chance. Ach so. Jay, ich bin in. Ja, noch J1P9 spielt abgestürzt mal wieder. Ach, DS ist hinter mir. Moment, ich hatte doch eine Strategie. Oh shit! Oh, oh Mann. Ordentlich verbrennst du. Gibt's das Oberlappen-Battle, ey. Ja. Ach, der fährt noch einmal in die Wand und dann habe ich gewonnen. Ich muss ja heute punkten. Du punktest, außer du bist disqualifiziert. Hä, hey, warum kriege ich denn dann keine Punkte? Ich komme doch ins. Also. Ja, nee. Aber ich bin ja in den Top 10. Das Spiel sieht das so vor. Ich mag die Strecke eigentlich, ne, aber ich kann sie nicht fahren. Also wäre das denn echt auch so, dass wenn unter 10 Leute ins Ziel kommen und die anderen alle disqualifiziert sind, kriegen die dann keine Punkte? Ja, bekommen die DNF an einem Punkt. Punkte. Die nicht ins Ziel gekommen sind, aber nicht disqualifiziert worden sind. Ja, wenn aber alle disqualifiziert werden, kriegen die keine Punkte. Solid. Jojo, ich sehe das. Dann ist ich fahre ein bisschen langsamer hier, ne? Macht mir gemütlich hier. Machst du den Hamilton? Ja, fährt eine Sekunde schneller als ich. Und hat definitiv ein schnelleres Setup. Ja, aber vielleicht ist deins dafür dann reifenschonender. Ja, das glaube ich nicht. Aha, jetzt wollte ich DRS anmachen, aber das ist ja jetzt erst aktiviert, ey. Also DRS war nicht zu schnell, ich brauche noch ein bisschen DRS. Und das ist erst nächste Runde aktiviert, weil der Messpunkt vor der Stadt Ziel ist. Ich weiß. Aber wir sind gerade erst über die Stadt Ziel gefahren, DRS und ich. Warum sind denn auf einmal alle so eng beieinander? Aber DRS fährt voll gut. Hadi! Mag ich, bei dem kann man gut mithalten, aber ja. Ui. Ich sollte vielleicht nicht genauso über die Piste juckeln wie er. Das endet nicht gut. Micha, wie viel Prozent haben deine Reifen? Alter, 13, doch, doch, oder 14. Gar nicht. Naja, nee, glaube ich 13. Ja, okay. Ja, ich habe neue Reifen. Ja, trotzdem. Nach drei Runden. Mein, kauft ihr deine? Das wenn er pusht. Nicht. Meine sind auch drüber gekommen, fast schon komplett Schrott, Alter. Wie viele haben sie denn? Komm. Was? Wie viele haben sie denn? Ja, ich hab dich zuerst gefragt. 42. Ah, oh, willkommen im Club 42. 47? 42. Ich aber bin vor bei 33. Links, ne? Ja, vor links. Boah, die anderen haben sich jetzt fast hinten drauf geknallt. Ach, der war. Verbremst oder was? Ne, er hat halt so früh gebremst.
Alter, DS, ey. Bänderclub. Alter. Oh, fuck it. Was ist? Nein. Und ich hab einen Fehler gemacht. Ja, ich bin außen, wollte an DS vorbei, hab mich voll verbremst. Dieses DS, das macht einen einfach... Oh Gott! Ich bremse extra ab, um die Kurve nicht abzukürzen. Und schaffe es dann erst recht abzukürzen. Ja, ja. Oh. Micha, du brauchst nicht so unbedingt vorbei. Der Janis fährt auch langsam. Ich heiz genau wie DS über die Piste. So richtig eklig. Danke. Und haben, ja, jedes Kiesbett, was es hier nicht gibt, nimmt man mit, ne? Oh, Janis in der Box? Er macht den Undercut. Ja, er ist Erster, er macht den Undercut. Naja. Ja, ja, gegen den Geist, ne? Kein reifenschnelles Setup. Werd mich nicht verteidigen, Micha. Er fährt gegen den Geist. Ist doch klar. Ja, gegen den Nullen. Oh! Ja, genau. Ich muss übrigens zu meiner Verteidigung sagen, dass ich zum ersten Mal mit Lenkrad hier fahre in der Liga. Für all diejenigen, die sagen, wie scheiße ich bin. Aber ich fahre besser als mit Controller, würde ich mal sagen. Mal mit Controller wärst du hier aufgeschnitten. Mit Controller könnte ich so oder so nicht fahren, also. Ja, ich fahre mit Controller, so fahre ich auch gerade. Wer fährt mit Controller? Wer bist du? Ich bin du. Hä, was? Und wer ist er? Ja? Du bist was? Hä? Nein, ich bin Jay, mein Gott. Ja, aber du kannst fahren. Die ersten drei Runden haben sich die Reifen mega abgenutzt. Und jetzt ja, weil die Strecke ja nagelneu ist. Habe ich mir im Karrieremodus sagen lassen. Ach so. Da meinen die immer im Training, die Strecke ist frisch gebaut. Wo ist denn Taste 2? Änderung bestätigt. Oh Gott. Wo ist die Taste? Änderung bestätigt? Hallo? Du Fotze! Nice, dass du mein Mikro nicht an. Okay, ich sag Fotze und er sagt aktuelle behalten. Dankeschön. Danke, danke. Hey, sag mal, warum müsst ihr alle so früh an die Box? Zeitspannender. Also irgendwie scheint er mein Mikro wieder nicht anzunehmen. Ey, ich hasse das Spiel. Es ist aber nicht so schlimm wie in China. Wer von euch hat hier den Motorsport-Manager? Nicht. Hat das hier eine? Kannst du den empfehlen? Ich hab nicht. Ja. Musst du Front hast du nicht fragen. Ich gesagt? Ich glaube, der wird empfehlen. Nee, ich hab gesagt, ich nicht. Musst du okay. Philipp fragen? Oh, was bitte? Oh, fick dich doch mal. Ich wollte eigentlich nur in die Box, um nachzugucken, warum der mein Mikrofon nicht annimmt. Oh, und jetzt hast du... Jetzt habe ich eine Durchfallsstrafe bekommen. Ja, wo sehe ich denn, welches Mikro du nimmst, du Kackspiel? Ganz im Ernst. Bei Steam-Einstellungen. Ja, aber da ist ja automatisch mein normales Mikro drin. Dankeschön. Bitte. Warum verstehen die mich denn dann nicht, Alter? Oh, das ist doch so eklig. Ja, egal. Ich werde eh Achter. Das ist ja egal. Ob ich jetzt schnell fahre oder nicht schnell fahre. Ja, Hauptsache du fährst langsam. Ich lass mir einfach einen Sitten fahren. Oh, fick dich Spiel, Alter. Ich hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Können wir nicht irgendwas Cooles spielen wie Dirt Rally? Das kann ich wenigstens. Dirt Rally. Das ist viel einfacher als Scheiße. Echt jetzt, ey. Dieses ja, dann kannst du einfach in die Lobby joinen und dann kannst du hier den Caster machen. Wen machen? Den Minecraft in der Box. Den Kommentator. So. Nimmst du mal gute Szenen raus. Ja, nee, aber dann kriege ich ja keine Punkte. Achso, fährst jetzt nur mit, weil wir eh nicht 10 sind und du eh 4 Punkte kriegst. Ja. Ja, deswegen genau, fahre ich zu Ende, ja. So sieht's aus. Das ist dein Antrieb. Ey, ich hab bisher erst einen Punkt, glaube ich. Ich wurde vor zwei Punkte. Vor zwei Rennen wurde ich Neunter. Also in... Keine Ahnung, was das für eine Strecke war. Deswegen gehe ich früher in die Box. Ja, ich weiß. Es ist aber alles zu meinem Plan. Wird alles zu meinem Plan. Nein. Wer ist denn da gerade in der Box? Hi. Wer ist? Hi. Ein Auto. Ja. Ein Bananen-Auto. Ich komm auch nochmal. Jo, was ist denn, wer ist denn da in die Wand gefahren? So, jetzt aber, jetzt fahre ich mit 60 km in die Box, damit ich nicht zu schnell bin. Janis, fährst du Lenkrad oder Controller? Was?
Gun ist während des Pferds Lenkrad. Das ist doch gut. Hab ich in Mexiko gesehen, als ich es überarbeitet habe. Sag mal, Jay, fährst du Reifenschot? War gar nichts, war kacke, fahr ich. Fahrer das vor mir. Du auch. Wetterbericht. Ach, fick dich, Spiel, warum verstehst du mich nicht? Warte, ich frag mal nach. Wetterbericht. Ja, ich will eigentlich nur gucken, warum er mein Mikro nicht erkennt. Wetterbericht. Da fehlt uns zurzeit Daten. Ja, sag mal, warum bekennt er mich jetzt aus? Ja, mir Wetterbericht. Ich will ja den Wetterbericht nicht mal wissen. Ich will einfach nur wissen, warum der mein Mikro nicht anerkennt. Wetterbericht. Macht meiner aber auch nicht. Weil ich hab am PC kein Mikro dran, außer das. 15 Minuten leichter Regen. Was? 15 Minuten leichter Regen. Wetterbericht. Ja, jetzt 15 Minuten, nicht 5 Minuten. Hat er doch gesagt, 15. Ah, ich hab 5 verstanden. 5, da wär's ja noch ganz schön klar, ne? Ich hab verstanden, 5. Entschuldigung. Ja, da hätte man sich aber auch einen Stop sparen können, wenn das in 5 Minuten regnet. Ah, das finde ich schön, weil jetzt kann ich hier mit meinem Gulasch durchfahren. Bis zum Regen. Ja, dafür hätte ich, glaube ich, die anderen Reifen nehmen müssen. Aber ich kann ja die Reifen nicht ändern, weil mein Mikro nicht funktioniert. Ich dachte, ich kaufe mir Kopfhörer, damit ich mein Headset nicht anschließen muss, damit mein Mikro funktioniert. Und dann funktioniert es und dann nehme ich auf und es funktioniert nicht mehr. Tolles Spiel. Ganz im Ernst, Alter. Wer programmiert so eine Scheiße? Codemasters. Also wirklich, ey. Da ist sogar meine Firma. Meine Firma fortschrittlicher. Und die programmieren mit Standard 1986. Wer gegen Janis? Warte, ich möchte mitmachen. Nein, du tuckerst da hinten mit. Wenn ihr ein bisschen schneller fahrt und mich überrundet, kann ich es mit aufnehmen. Ja, ich bin ja hinter denen, ich nehm's ja auf. Also im ersten Sektor habe ich eine lila Zeit. Hast du abgekürzt? Nö. Aber ich bin in die nächste Wand gerade fast gefahren. Oh, wir kommen da aus der Box. Ach, für mich heißt das. Der locker mehr, ja. War klar, dass er die M-Reifen hat. Ja, weil er jetzt weiß das ja, dass du den 15 drin riechst. Warst du im Platz? Ja. Lol, da. In der letzten Kurve backt bei mir ein Reifenstapel an der Boxenwand. Ja, in den musst du mal reinfahren, dann fliegst du richtig witzig durch die Gegend. Ja, ich weiß. Das sind immer die besten Reifenstapel, mit denen kann man richtig viel Spaß haben. Besonders wenn Schaden aus ist. So einer ist bei mir in der Box. Also wenn ich in die Box reinfahre, sehe ich so ein Ding. Ja. Ja, das ist der, den du meinst. Hätte ich eigentlich Lust reinzufahren, aber dann bin ich ja raus. Das ist ja uncool. Vielleicht fliegt ja noch jemand von euch raus, dann kann ich wenigstens. Kannst du recorden, ne? Nee, dann kann ich noch mehr Punkte holen. Kriegen. Ja. Du bekommst doch schon 4, ist doch alles gut. Ja, kannst du mal sehen. Mehr Alter. Als beim letzten Rennen. Hä? Ja, beim letzten Rennen war ich auch nicht da, sonst hätte ich da den ersten Platz gemacht. Als ich da. Oh, Jolan Finn hat die Mauer mitgenommen. Yes! Ja, 2 Punkte! Ne, wie viele Punkte mehr? Ich kann gerade nicht rechnen. Doch, 2, ja. Mann, Alter, ich kann sogar rechnen. Warte, ich muss kurz was einspielen. Der hat 3 verloren! Ich wusste es. Ich habe nur drauf gewartet, aber es hat ganz schön lange gedauert. Ja, ich muss ja erstmal aus dem Spiel raustappen und dann noch das Soundboard eröffnen. Ich dachte, du machst es einfach per Handysteuerung. Ich würde da einfach auf meinem PC per Handy steuern. Das wäre so richtig mega einfach dann. So mache ich das immer bei ETS 2, wenn mir die Tasten ausgehen am Lenkrad. Handy. Easy. Hat mir ja nur ein Zehntel gekostet. Oh, in 10 Minuten gibt's leichten Regen. Ich bin auf Platz 7. Lalala, lalala. Ich sag ja, ich hole heute noch den Sieg, Alter. Ich schalte euch alle nacheinander aus. Nur durch meine Gedankenkraft fahrt ihr in die Mauer. Nächstes so wie Ziel J1. Das Ziel war doch Podium, oder? Das war schon Sieg. Gibt es ein J2? Es gibt. Was? Ja, es gibt J Racing. Ne, es gibt J und J1P9. Ach nee, der ist J. Ja, der ist J. Das, ja, aber J auf Englisch ist nicht J.
Ja, gut, aber... Und J hört sich wesentlich besser an als wir Buchstabe, als J. Danke. Was ein Duell hier auf der Stadt hier. Du musst aber J1P9 sagen und nicht, ja... J1P1? P9. J1P9! Now on the... wall. Nee, on the wall. Driving through the Wall Street. Alter, gestern bin ich ja immer Test gefahren, das hat echt gut funktioniert und heute war ich voll schlecht. Ja, ich habe gestern nicht getestet, ich habe heute getestet und am Wochenende irgendwann mal. Ich wollte halt nicht so viel üben, aber dann kam Schule und machte so, nö. Ich wollte auch viel üben, aber dann kam Europa Universalis 4 und dann habe ich einfach 48 Stunden durchgezockt. Und ich dachte so, hätte ich auch Formel 1 spielen können, aber nö. Ja, ich hab dich dazu gebracht. Ja, du warst der. Wirklich, hättest du mich nicht daran erinnert, hätte ich mein Lenkrad nicht mal aufgebaut. Ich hab's direkt dann wieder abgebaut und dann weiter EO4 gezockt. Oh, ist das halt scheiß Ernst? Ja, aber jetzt, wenn ich hier gleich scheiß fertig so bin, dann fange ich an, ein bisschen zu programmieren. Das ist irgendwie cooler. Ich kann nicht so viel zocken. Muss auch was anderes machen. So, wenn ich nächste Woche mit Informatik mit einer 4 rauskomme, ey, dann bist du aber so auf mich. Micha, halt ihn mal ein bisschen auf da. Ich schreibe Freitag Informatik. Aber nur eine Klassenarbeit. Ich schreibe morgen Deutsch? Ja, ist so easy, Alter. Freitag. Ist doch richtig einfach. Schreib's hin. Freitag erste Ausfall und 5.6. Und ich hab die 7. Jawohl. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich hab morgen um 11.35 meine erste Stunde. Leute, da bin ich wieder zu Hause. Dann habe ich 3 Stunden programmieren und dann ist Ende. Ja, was machst du denn, dass du nur 3 Stunden programmieren musst? Bist du Schüler oder machst du schon Ausbildung? Ich mache eine Berufsausbildung als IT-Assistent. Ach so, das ist dieses erweiterte Ding, ne? Also dieses, das ist doch so, wie heißt das? So Fachabi-mäßig? Ja, ich habe dann Fachabi, ja. Genau, ja, und das kannst du rein theoretisch ja direkt noch ein Jahr ranhängen, dann bist du Fisi, also Systemintegrator. Du kannst diesen Systemassistenten-Scheiß da haben, der dir nichts bringt in der weiten Welt, oder du machst ein Jahr dran, dann bist du Fisi und damit kannst du schon direkt arbeiten. Ich weiß zwar nicht, wo du wohnst, aber so heißt halt nicht bei uns. Fisi ist Fachinformatiker für Systemintegration. Und davor ja, machst du diesen fachspezifischen Assistenten. Nein, wir machen das allgemeiner. Okay. Wir machen das für alle Jobs. Ja, das die ist so im Bereich IT gehen. Sorry. Interessant. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Für Systemintegration oder was? Nee, ich bin ja blöd, Alter. Denkst du, ich will da im Zimmer hocken und die scheiß Kabel verkabeln? Nee. Ich bin so ein Typ, der am PC sitzt und programmiert. Viel besser. So Anwendungsentwicklung. Ja, ich muss heute auch schon noch wieder programmieren, Alter. Ja, programmieren macht einfach so viel Bock. Also. Na, ich kann's nicht, also macht's mir keinen Bock. Oh, Janis, was hast du gemacht? Du musst nur ein Ziel haben. Was habt ihr? Ich auch nicht, haben wir gleich geguckt. Ja, das merkt man. Wie weit seid ihr denn schon mit Programmieren so? Also, was macht ihr? Sag mal, wird das jetzt hier so ein Informatik-Talk? Ja. Ja, so ungefähr. Also, in meiner Freizeit programmiere ich gerade eine App für Android. Für na, okay, Sudden Racing, falls das irgendwie bleibt. Dann bin ich so ein Erstklässler für dich. Ah ja. Ach, ja, so die App, die du nur du hast. Ah, ja. Nee, okay. Das ist eine andere, das ist HTML basierend, das ist ein bisschen einfacher, mit JavaScript und HTML nur geschrieben. Jetzt versuche ich es ja richtig mit Java und eben Android Studio. Wir fangen gerade mal mit Arrays an. Ja, gut, das ist easy. Also ich habe jetzt schon in der Firma so zum Üben ein Schachspiel programmiert. Das ist schon mal stark. Und nebenbei direkt noch ein Damenspiel, weil der Aufbau eigentlich gleich ist, nur die Figuren eben ein bisschen anders aussehen und andere Züge haben. Das geht an sich und sonst halt, ja okay, jetzt mache ich nebenbei, neben der Ausbildung noch so ein Schülerstudium. Wetterbericht. Oh, es wird ganz schön dunkel gerade, wo du Wetterbericht sagst. 5 Minuten. Ja, ich weiß. Hab ich an den Wolken gesehen. Willst du durchfahren bis zum Regen? Alter, ich will jetzt... 5 Minuten, glaube ich, schaffe ich nicht. Wenn ich meine Reifen jetzt angucke, dann schaffe ich das auch nicht mehr, deswegen gucke ich sie nicht an. Die sind schon bei 80% oder so. Mann, meine auf Medium, vorne links sind 69%.
Ich fahre gelbe Reifen und bin vorne links auf 42. Meine Softs? Meine Softs sind auf 59. Ey, sag ja Minecrafty, du hast ein reifenschonendes Setup. Ich habe mein Setup nochmal gewechselt. Der schafft es in Mexiko nach 6 Runden auf dem Soft 17% zu haben. Ich habe ein Hotlap Setup. Das schafft nicht mal ich. Hä, ich dachte, du nimmst mein Setup. Nee, ich hab's nochmal geändert. Aber im Zeitfahren klappte das viel geiler, das Setup, was ich jetzt habe. Aber irgendwie klappt das nicht so ganz im Spiel. Ja, Weiß nicht so ganz warum. Weil es ein Hotlap Setup ist. Ja. Ach ich so. Weiß nein. Doch. Ach, schön, dass ihr eine alternative Strategie habt. Ich bin gespannt, was gerade in der ersten Liga vorgeht, ey. Änderung glaub, bestätigt. Hä, warum? Ich gerade rum. Junge, warum schießt du mich ab? Nein, Boxeneinfahrt. Boah, was macht Jay dafür ein Abenteuer? Ich hab Boxeneinfahrt. Ja, Boxeneinfahrt. Ist manchmal schwierig. Hä, mega geil. Meiner wollte gerade, dass ich jetzt auf Supersoft gehe und dann auf Mediums. Richtig guter Plan, Jeff. Ist ja nicht so, dass es gleich regnen könnte oder so. Deswegen ja die Supersoft. Ja, und dann auf Medium? Ja, aber den Regen rechnet der noch nicht ein. Aber meine Reifen halten doch lange genug. Ja, rot. Also ich meine, ich habe zwar die gelben draufgezogen, aber... Ich sollte bei Janis mal aufpassen, nicht dass gleich den Reifen hier duften. Bis auf den Reifen vorne links komme ich noch ein Stück. Minecraft, wie viel Prozent hast du denn? 44. Ja, da bin ich auch gerade. Micha? Kann ich mal nachgucken. Also mein ich Setup glaub, ist... Auch nicht. Oder ich fahre einfach reifenschonender als Lukas. Danke, dass du mich bei Relay ansprichst. Hä, das ist einfacher. 22. Ja, Minecraft ist sehr auszusprechen. Ja. Da hat jemand die Hex am Start. Ich glaube, der fährt mit doppelt harten Reifen. Ja, ja, hey, wer ist der weiße Punkt gerade, der auf Startziel fährt? BS180. Und warum ist der so langsam? Weil ich mit kaputten Frontflügel fahre. Dann fahr bitte in die Wand da vorne, damit kann ich überholen. Nö. kannst auch rechts ranfahren. Ja, ja, ich sammle dich ein. Ja, Polizeikontrolle, ne? Genau. Ta-tü-ta-ta, die Feuerwehr ist da. Hat er schon wieder die Session verlassen? Gut. Tschüss. Ne, der hat doch eben nur auch Probleme. Ja, ich Michael, ne? Wir fahren mal durch hier. Aber er ist ja eh raus. Also. Der hätte ja mitfahren können. Nein, der hat sein Auto zerstört. Er hat doch sein Auto schon zerstört. Ich hab gedacht, er wäre nur rausgeflogen. Ich dachte, er ist schon mal rausgeflogen, weil er ist ja schon mal rausgeflogen, wenn es denn. Ja, er ist ja rausgeflogen und danach hat er sich in die Wand katapultiert. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnt. Das ist eine richtig gute Aussage. Bald. Noch einfach 2 Minuten, ne? 3 Stunden später. Wetterbericht. Ja, es könnte demnächst regnen. Demnächst im Kino. Wir warten auf Regen. Der neue Blockbuster, wir warten auf Regen. Demnächst oh, im Kino. Oh, jetzt hab ich's verschissen. Papa. Ja. Mein Gott, Alter, diese Kurve ist so Müll. Das war J149, alles gut. Lukas! Ja? Ich bin kurz davor, mehr Punkte holen zu können. Wieso? Also ich ramm jetzt DS in die Wand, pass auf! Fahr doch mal langsamer da vorne. Ich ramm dich gleich an die Wand. In den nächsten Minuten fängt das an zu stoppen. Papa vorbei, rechts. Ich glaube, Micha holt das Ding heute. Ich habe den Urin. Danke für das DS. Oh ne. DS. Pass auf, ich fahre jetzt nicht rein. Oh nein, ich bremse gar nicht. Ein heißer Kampf um Platz 8. 7 und 6. Ne, 6. Ich, ich bin auf 6. Wo ist denn da ein heißer Kampf? Ich fahre gleich in die nächste Wand bestimmt, so wie ich das hier prophezeie. Und abgekürzt, 3 Sekunden, nein Spaß. Hast du DRS, Janis? Ja. Oh, eine neue persönliche Bestzeit könnte das werden. Oh oder auch Gott, nicht. Oh mein Gott, hab ich verschissen in die Kurve. Alles gut, mach ich auch die ganze Zeit. Man kann jetzt mal anfangen zu regnen. Okay, Janis, das war Instant Karma von uns beiden. Ich hasse diese Kurve, Janis, ne? Ja, egal, einfach. Ich glaube, es regnet sogar schön. Nein. Nein, da ist kein Regen auf der Pisse. Auf der Pisse, Alter. Ja, auf der Pisse. Kein Regen auf der Pisse. Ich glaube, ich werde heute irgendwie disqualifiziert. Ich fürchte, darfst du viel uns starten.
Ach Mensch. Ja, das ist blöd, wenn die Daten fehlen. Alter, mein Reifen fliegt mir gleich um die Ohren, ne? Wetter, sie ist doch. Jetzt hat DRS bestimmt DRS. Jetzt kann echt mal der Regen kommen. DRS, hast du DRS? Na sicher. Aber ja klar. Ja, wo bist du denn? Wow! Was machst du da? Ich hab gerade versucht, in den Rückspiegel zu gucken und vergessen zu bremsen. Das ist stark. Und da ich in den linken Rückspiegel geguckt habe, bin ich automatisch ein Stück weiter nach links gefahren. Ja. Dieser Sinn, ey. Ist auch richtig gut, wie mein linker Vorderreifen gleich bei 70% ist. Aber gut, dass der nicht, dass der keinen Antrieb hat oder so. Wetter. Geschichte. Ja, mach doch. Wetterbericht. Boah, ey, es wird mal anfangen zu regnen. Bitte. Achso, Janis. Achso, es ist schon leichter Regen, ist ja interessant. Das jetzt hier? Ich hab gedacht, du bist direkt hinter mir. Jetzt kommt eine alternative Strategie. Nein, nice. War mein Fehler, ich bin ja aufgefahren. Ja, passt schon. Möchte es doch tropfen. Hat nichts gemerkt. Aktuelle behalten. Nein, aktuelle behalten! Fick dich, ich will nicht in die Box. Fahr doch einfach nicht an die Box. Ist der hinter mir, der mich überrunden muss? Ja, ich bin hier. Jo, ich lass dich vorbei, ich verkack die Kurve. Außer du willst in die Box, dann hast du jetzt verkackt. Nee, nee. Dann hast du jetzt verkackt. Blue ja, die Boxeneinfahrt habe ich halt abgedingst. Oh, danke, dass du noch kurz vor der DRS-Linie mich überholt hast. Das ist aber leichter Ring tatsächlich. Ja, da kann ich ja auch jetzt einfach auf Mediums wechseln und durchfahren. Wo ist denn hier das Wasser? Meine Güte. Auf der Strecke. Ja, merke ich. Mit meinen 75% vorne links. Oh, da habe ich mich verschaltet, würde ich mal sagen. Oh, guck mal, DS ist auf Wet gegangen. Aber ich sehe, jetzt tröpfelt es ein bisschen. Ach, das siehst du erst jetzt? Das sehe ich sogar mit meiner Grafik, die komplett auf Low ist, ne? Oh, 3 Sekunden Zeitstrafe, ey, yeah, Mann, geil. Was war das denn bitte, Alter? Oh, bitte Reifen. Waffe. Verabschiedet euch bitte nicht. Halleluja. Oh, ich muss jetzt auf Inters gehen. Darf ich jetzt schon auf Inters gehen? Ja, natürlich darfst du das. Nee, bringt mir das was. Obwohl, war vor mir. Gegen die Reds von Dings komme ich eh an. Kann mir jemand sagen, warum ich auf Red gewechselt habe? Ich weiß es selber jetzt auch nicht. Weil Jeff dir das so vorgeschlagen hatte. Nee, ich hab's selber gemacht. Ich weiß auch nicht, wie. Naja, Regenreifen halt, ne? Heißt du, welches Sebastian Lenzen? Oh Mann. Ich gehe jetzt auf Inters. Mir egal. Ja. Mein Reifen ist sonst im Arsch. Ja, zwei Runden bekomme ich in den noch drin. Wäre aber nett. Ich hoffe, die wechseln jetzt auch auf Inters. Ich hab's noch eingestellt. Ich hoffe, die haben es mitbekommen. Ja, perfekt, okay. Grüne Reifen. Alter, ey, bei 80%, ne? Es wird einfach nicht nass, die Scheiße. Aber immerhin hat DS auf Wet gewechselt, also kann ich noch Sechster werden. Das könnte hier noch ein heißes Duell werden. Oh Mann. Was? Keine Boxenstops mehr geplant? Ja, hat er richtig gesagt. Ich soll jetzt 16 Runden auf Inters fahren, na Halleluja. Easy. Verdammt ja. Spaß. Ich bin noch nie im Regen hier gefahren. Ich habe natürlich auch das perfekte Setup für Regen. Ich bin auch so richtig gut im Regen fahren. Hat man schon. Janis, kannst du mal kurz einen Fehler machen, bitte? Alter, ich lenke und das Auto lenkt nicht. Ich habe Traktionskontrolle. Warum? Geht die nicht? Ah! Hilfe. Alter, was ist das bitte für Bremspunkte? Ernsthaft, jetzt sagen die zu mir eine alternative Strategie. Fickt euch. Ich wechsle nicht auf Soft. Jeff, das mache ich diese Runde noch nicht. Wer ist denn da vor mir? Wer ist jetzt in der ersten Kurve? Der ist 180 mit Ben. Ah, Gott. Ach so. Oh, da hat er noch ein Stückchen Abstand zu mir. Perfekt. Ich hätte, glaube ich, echt nicht auf Inters gehen sollen. Ich bin noch da. Ich hätte einfach super soft gehen sollen und dann nochmal wechseln. Ja, habe ich gerade auch getan. Ja, ich dachte, das bringt jetzt schon was, jetzt auf Inters zu gehen, weil... Das ist halt total eklig, mit 80% Reifen zu fahren, in der Angst, dass du einen Reifenplatzer bekommst.
Weil bei 80% ist das nicht mehr so feierlich. Reifenstatus. Reifenplatzer ist generell nicht so feierlich. Ja, nein, aber... nein. Ratsch, wie kommst du denn da drauf? Warte, ich fahr gern mit Reifenplatzer. Alter. Ich sitze auch irgendwie ein bisschen schief hier. Was machst du da, DS? Der Regen wird in mindestens 20 Minuten anhalten! Ich bin raus! Nein, bist du nicht. Doch, bin ich. Bitte, Safety-Car, bitte! 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 Nee. Ich habe eine Vollbremsung hingelegt und gelenkt und mein Auto ist geradeaus weiter. Hast du ABS aus? Ich habe ABS an. Ich habe eine Vollbremsung gemacht. ABS an, Traktionskontrolle an und das Auto ist trotzdem geradeaus gerutscht. Keine Ahnung. Und ich habe schon, ich habe kurz vor der 100 Meter Grenze gebremst, also das ist echt. Da war ich auch. Und er hat keine Punkte geholt. Doch, natürlich. Ja, aber ich habe doch mehr als J1P. Hä? Ihr habt doch gesagt, DF funktioniert. Ja. Laut Rennleitung bin ich DNF. Also müsste ich Siebter werden. Das ist so eine schlechte Idee. Oh, guck mal, der erste ist schon wieder in der Box. Wechselt jetzt auf Winters. Ja, ich bin 81 km/h eben gefahren und muss jetzt Durchfahrtsstrafe leiden. Ach, mein Gott. Ja, egal. Du bist der E6er. Ja, doch, ja, genau. Ja. Noch bist du Sechster. Ja, das stimmt allerdings. Bitte. Ja, aber sobald er jetzt aus der Box rausfährt, ist er. Ja, jetzt ist er Sechster. Sagen, er muss ja nur aus der Box raus. Bitte reifen. Der hält. Die Strecke ist straub trocken. Ja, deswegen. Der leichte Regen hält eine Weile an. Bei mir hat er gesagt 20 Minuten. Mit Intermediates gerade der ist. Ich hatte auch Inters und es war keine gute Idee. Sonst wäre ich ja nicht in die Wand gerutscht. Ich hatte einfach gar keinen Grip mehr, gar nichts. Das war einfach nur Pampe, ey. Und das obwohl Traktionskontrolle komplett und ABS. In jeder Kurve bin ich gedriftet. Verstehe nicht, wie das hier funktionieren, ey. Ich dachte, die haben ein besseres Profil, damit man eben nicht rutscht. Ja, bei den richtigen Bedingungen. Aber dann rutscht man doch auch nicht im Trockenen, oder was? Oder ist die Strecke so neu gemacht, dass... Nee, komm ich nicht drauf klar. Das ist schon wieder Kacke, ey. Das ärgert mich, aber ich wollte zu Ende fahren. Einmal zu Ende fahren, ey. Ich glaube, ich bin erst einmal ins Ziel gekommen und da war ich Neunter. Dasselbe hat... Ich hatte gerade eine Idee im Kopf, dass ich jetzt nochmal auf Trocken gehe. Auf Supersoft? Ja, aus dem Grund, weil ich das mit einem Freund auch schon mal hatte. Es hat halt kaum geregnet, aber er hat gesagt, dass es leichter Regen ist. Aber es ist, glaube ich, jetzt Interzeit. Ich glaube, es ist Interzeit, wenn das DRS disabled wird. Ja, wenn das DRS disabled wird, dann ist Interzeit, aber jetzt geht's halbwegs auch. Es war die richtige Entscheidung, in dieser Runde zu fahren. Ja. Ich bin stolz auf mich. Eine wäre vielleicht noch gegangen, aber jetzt ist eigentlich. Ja, nee, mein Reifen war bei 80%. Ja, gut, jetzt an deinen Reifen her nicht, aber. 23, 24 ist so okay für Inters. Gute alternative Strategie, haha. Ja, hat er mir auch vorgeschlagen. Halt die Maul. Habt ihr überhalten. Ja, was will er denn dir vorschlagen, dass du wieder auf Soft. Zweimal Supersoft. Ja, war klar. Wetterbericht. Hä? Achso, die Ich glaube, es regnet jetzt durch. Ihr könnt ja mal sagen, wenn irgendwo Duelle sind. Ich bin jetzt gerade auf Minecraft hier drauf. Ja, hier Jay, Janis, guck mal da an. Das ist hier gerade durchgehend. Das ist durchgehend. Weil wir beide Kacke fahren. Ist Jay im Mercedes? Nee. Wer ist im Mercedes? Achso, ich bin ja auf Janis drauf und Janis ist. Brasilien bin ich so geil gefahren und jetzt hier. Wie so ein heftiges Stück Kot. Hast du geübt? Ich konnte nicht üben, ich hatte keine Zeit. Ja, beide schon auf Inters. Ah, Gisch, das gefällt mir doch. Ey, das nervt mich gerade tierisch, dass ich nicht ins Ziel komme, ey. Habe ich mein Lenkrad wieder für lau aufgebaut. Oh mein Gott, Janis. Was ist das denn hier? So viel zu dem Thema, mein Gott, Janis und Jay erstmal voll weit raus. Und Janis zieht links außen vorbei. Oh mein Gott, Aber in der Kurve... das sieht knapp aus.
Und jetzt, Janis, nutzt den Schwung. Bei den nebeneinander hat noch jemand DRS. Oh, Janis ist hinter Jay. Gibt's noch hier. Ja, Jay scheint DRS bekommen zu haben. Der hat den Flügel offen. Und dadurch ist er wieder vorne. Oh Gott, schön abgebremst in die Kurve rein. Und jetzt kann natürlich Jay mit DRS besser beschleunigen als Janis. Oder kann er beschleunigen? Ah, sorry, Jay. Oh, und Janis hinten rein. Aber ja, beide konnten sich halten. Also Janis ist ein bisschen gedriftet. Und weiter geht's. Ja, Micha, wir fahren ganz links und dann hier vorne, ne? Ja. Oh, ich krieg mein scheiß Lenkrad nicht mehr ab. Ich schraub das immer zu fest, ich Idiot. Du hast bestimmt geübt wie so ein Idiot. Hab ich nicht. Nein, nein. Oh Gott. Aua. Mit der 22, also war eine Ausnahme. Kann mir mal jemand erklären, warum ich das scheiß Lenkrad nicht abbekomme? Oder drehe ich in die falsche Richtung? Nee. Ja, du drehst in die falsche Richtung, du musst links drehen. Ich drehe nach links. Also das dreht sich auf an Null. Du musst nach rechts drehen. Hä? Nach rechts ist fest, nach links ist auf. Hä? Quatsch, was für ein Modell hast du denn? Drehen. Hä? Ich muss nach rechts drehen, damit es lose wird. Im Uhrzeigersinn geht zu und gegen den Uhrzeigersinn geht auf. Ja, ihr seid so ein Wenn du nach links drehst, triffst du ja im Uhrzeigersinn. Nein! Gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich nach links drehe, drehe ich mit dem Uhrzeigersinn. Ja, mit? Ja, dann ja aber dann mache ich es ja zu. Ich will es ja aufmachen. Also ja, drehe ich gegen den Uhrzeigersinn nach rechts. Ah, nee, nach links. Jetzt ist in der Zeit. Also je nachdem, auf welcher Seite man, von welcher Seite man guckt. Ja, von ich sitze vor dem Lenkrad, logischerweise. Aber ich muss es halt gegen den Uhrzeigersinn drehen und es dreht sich immer nicht. Das ist jedes Mal dieses Scheiß. Das Problem. Jetzt habe ich das auch immer so vom Tisch. Ja, aber ich mag das irgendwie nicht so sehr. Es ist auch immer nur die rechte Schraube, die ich so festziehe irgendwie. Oder die zieht sich automatisch fest. Egal, so. Ja, weil du zu hart lenkst, ne? Lenkrad schon mal abmontieren hier. Pedal brauche ich auch nicht mehr. Ah, ich finde diese Bedingungen angenehmer, weil man hier so, ganz locker fahren kann und so, ja. Ja, ganz locker. Hat man gesehen bei mir. Bist du eh weg? Also brauchst du auch gleich zu zieren. Ne, in 2 Wochen Baku, da wird alles besser. Ja, genau, dann hole ich mir ordentlich Punkte. Ja, genau, Yannick, weil. Oh, ich möchte. Oh ja, bitte Baku mit 8 Leuten, einer kommt ins Ziel, ich garantiere es euch. Ja, ich bin der ins Ziel kommt, Alter. Nee, ich bin der ins Ziel es kommt. Es gab 16 Leute, wir haben mal so einen Testrennen gemacht, so einen Fun-Testrennen. Mit 25% waren 16 Leute am Start. Wie lange 30 halt Ziel gekommen. So? 3. Bis Runde guck 35. Einfach, wie abgenutzt sind. 6% pro Runde habe ich. Janis gesehen. Hat jetzt irgendwie schon ein bisschen Abstand aufgebaut. Ja, ich muss eine Box fahren, weil mein Frontflügel. Oh. Aber Janis holt wieder auf. Er hat einen Reifenschaden. Hey, hast du deine neue Reifen auch drin? Hey, dein Frontflügel sieht doch noch gut aus. Ja, das ist aber orange, lässt sich was fahren. Ja gut, das stimmt, vor allem im Regen. Schön mit 50 km/h reingefahren. Weg, ne? Ja, ich will keine Strafe haben. Ist noch kein Bremsschild weg, da muss ich euch mal loben hier. Ja gut, mit denen kannst du jetzt auf jeden Fall durchfahren mit den Inters. Hey, die haben doch gar nicht deinen Frontflügel gewechselt. Bei denen waren die ganz schön nah und da waren die außer Asphalt. Oder wechseln die jetzt noch? Ah, okay. Ich hasse diese doppelte Filmsequenz, wenn der Frontflügel gewechselt wird. Die zeigen nämlich immer nur, wie der Reifen gewechselt wird. Dann fährst du raus und dann zeigen sie dich, wie du nochmal rausfährst. Richtig behindert. Das ist Codemaster. Ja, kann ich auch mit der Tastatur? Ah, so kann ich mit der Tastatur. Aber wenn ich F2 drücke, mute ich mich. Also muss ich in diesem Kameramodus jetzt bleiben. Das ist gut geplant. So, wem kann ich noch so zugucken? Oder ändere das doch einfach in den Einstellungen. Nee, das geht ja, jetzt nicht. Ja, faul. Ja, ich gucke jetzt mal Jimmy zu. Alter, meine Aufnahme ist gerade hart am Lenken. Ich hoffe, dass das läuft bei euch, sonst habt ihr Pech. Hä? Aha. Guckt sie oh, guck mal, Micha kommt jetzt auf Jimmy. Michael kommt auf Jimmy, Alter. Und ich komme auf Micha, ne, ein bisschen. Aber dazwischen ist doch noch DS, oder nicht? War rein hier. Ja. Also. Ist das ein Ghost Car? Ach, Micha ist Führender. Micha ist Führender, da hast du recht. Hä, wie hast du das denn gemacht? Fahr mal in die Wand, Micha, das finde ich nicht okay. Aber ich hole auch langsam auf Micha auf. Viel zu viele Punkte für sauber. Ja, den hole ich noch, Janik. Boah, schön, wie er um die Kurve gedriftet ist. Ja, gucken wir mal ganz kurz bei Minecraft. Ah, der ist auch in der gleichen Kurve. Und der kommt da viel besser rum.
Der kann viel besser im Regen. Auf jeden Fall besseres Regensetup. Ja, nee, ich hab gerade Traktion drauf komplett gestellt, so wie Janis es immer macht. Ach so, normalerweise auf Mittel und im Regen komplett. Halt aus. Ja. Und im Regen halt, ja, komplett. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht. Komm nicht drauf klar. Hört mit den Meister Freddy-Geschichten auf, ey. Die sind lange vorbei. Boah, Meister hey, Freddy. Ich finde das war, eh. Da war 24/7 Taschentuchschein. Hem, man kann doch nicht voraussetzen, dass jeder ohne Traktionskontrolle fährt. Danke. Ja, dann soll er sich in die AOR. Aber der hat auch gedacht, dass hier jeder so richtig fährt. Da ist nämlich alles gebannt. So alle auf 3 Meter Abstand. Ich meine, und wenn. Und dann, dann muss das halt auch mit an. Das muss doch nicht sein. Muss man es halt auch mit anmachen, wenn man es nicht schafft. In so einem Getümmel ohne Traktionskontrolle. Klar denkt man sich dann ja, man kann da reinstechen. Liga, wenn das beherrscht. Aber wie gesagt, mit Traktionskontrolle und Bremsassistent, also ABS, ohne Bremsassistent, nur ABS, habe ich es nicht geschafft, am 100 Meter schön zu bremsen. Sondern bin einfach gerade ausgerutscht. Und ich habe volle Kanüle gebremst. Das möchte ich in deiner Aufnahme sehen. Vielleicht habe ich auch erst am 50, aber trotzdem. Da schneidet er raus. Selbst wenn ich am 50 Meter Schild bremse, kann ich nicht so hart dagegen, dass mein Reifen abfällt. Ja, ne, ich brauche dich kurz zur Berechnung. Ich hole 16 pro Runde auf mich auf. Schaffe ich es noch bis zum Ende zu holen? Nein. Wie viel? 16 pro Runde. Wie viel bist du vor ihm? Nee, du musst ein bisschen schneller fahren dafür. 6,8 fehlen und 7 Runden sind noch zu fahren. Habe ich letzte Runde aufgeholt. Ja, aber jeder so. Pro Runde oder pro Sektor? Pro Runde. Okay, Sektor wäre schon ein bisschen hart. Aber du siehst ihn ja schon, gib mal Yumi. Mia, ja. Du fährst auf, machst du 2 Stops? Mich das Reifen werden vor dir abbauen. Bestimmt. Ja, aus dem macht er noch einen Fehler, der hat keine Traktionskontrolle an. Alter, das ist eine geile Kamera, wenn jetzt hier 3 Leute über die Kamera rüberpesen. Außer Minecraft, die fährt einfach nur dran Alter. Vorbei. Alter. Oh, spannendes Duell jetzt hier. Minecraft, total die kommt. Spannend. Ach nee, das ist ja erst Jimmy. Ja. Das ist ja Jimmy, das ist ja unglaublich spannend. Also super spannend, Alter. Wie Jimmy erstmal. ja, mach Jimmy wollte nur Platz machen, das hat alles richtig gemacht. Genau, das war geplant. Super mein Platz gemacht, Jimmy. Super Platz gemacht, gibt den Vettel Award. Ja. Blue Oh, ich hätte fast schon auch so an dieser scheiß Innenwand da. Ich wollte gerade sagen, du bist aber diesmal ganz schön nah dran gefahren. Ja, aber guck mal, Minecraft, die sieht schon. Naja, man sieht Dings vor dir wegfahren. Weil ich hab schon wieder 16 aufgeholt. Du holst da nichts auf. Doch, ich hab 16 aufgeholt. Gerade eben war es 6,626 und jetzt ist es 6,206. Das war 6,6. Das sind 0,4 Sekunden. Ich hab 0,8 Sekunden, kannst du zählen? Am Anfang der Runde war es 6,8 Punkte. Hallo, ich sehe das hier live. Oben links live. Steht. Jetzt ist 6,0, ja. Live. Jetzt hast du 6 aufgeholt, ja. So, es wird mal Zeit, ein bisschen zu pushen hier. Ja, mach doch mal ein bisschen mehr Sprit. Ja, ich dachte gerade, pushen fährst du geradeaus, aber. Die Kamera zeigt das nur so komisch. Alter, hasse ich diese Kurve. Leck mich am Schnöckerli. Jetzt kannst du das Nitro anstöpseln, Minecrafty. Ja, dann ich dann über die komplette Strecke fliege. Und dann die immer nur auf den Geraden kannst du dann die Nitro-Einspritzung. Damit ich dann ausführen. In die nächste Wand fahre. Oh, 5,4 Sekunden noch. Hallo, Micha, ich komme. Also für die lange Gerade, für 5 Runden sollte das auf jeden Fall. Oh, geile Kameraeinstellung. Wieso Micha um die Kurve, dann Lukas um die Kurve und am Ende sieht man noch, wie Jimmy gerade in die Kurve, auf die Kurve zufährt. Ja, Micha hängt ein bisschen. Jimmy hängt ein bisschen hinterher. Aber Micha auch ein bisschen langsamer. 5,2, das war jetzt eine Sekunde. 5,28, ja, jetzt hast du eine Sekunde aufgeholt. Oh, Micha ist auch schon richtig nah. Das wird hier nochmal richtig spannend. 6 Runden noch. Ja, warum geht noch? Ja, geht noch. Bist noch rumgekommen, ohne übers Ziel hinauszuschießen. Ja, ich glaube, ich mache Pet nur für die beiden Geraden an.
Ansonsten hat es ja keinen Sinn. Ansonsten wie schnell. Wer ist eigentlich jetzt in der ersten Kurve? Ich. Ja, er ist ich. DJ. Jimmy. Jay? Jay, P3. In der ersten Kurve. Ja, ich glaube, ich mir einiges auch verloren. Wer ist denn Jay P3? Den kenne ich noch gar nicht. Oh. Ich bin auf P3 und heiße Jay, mein Gott. Ja, es gibt auch einen JP1. Also J1, ja, P9. Ne, der ist P9. Schon aber er ist ja hier P8. Also irgendwie hat nicht so ganz geklappt mit seinem Namen und der Position. Ja, jetzt verlierst du ein bisschen Zeit. Ich glaube, Michael, der fällt jetzt auch auf Fett. Ja, das ist nur 5,0. Oder der hat nochmal ein bisschen Zeit auf der Strecke gefunden. Oder hat den Rangstoßkontroll angemacht. Kannst du DRS anmachen? Ja, DRS. Letzte Kurve zu wenig aggressiv. Na gut. So, jetzt habe ich die erste Kurve gut genommen. Boah, das erinnert mich gerade so irgendwie an Finale, ne? An Abu Dhabi. Irgendwie nicht. Ja, irgendwie schon. Ich hole gerade mega auf und mich auf. Ja, aber Rosberg hat das jetzt Hamilton mit nicht Abu Dhabi zu tun? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte gerade nur irgendwas sagen. Höchstens, dass Vettel auf die aufgeholt hat, aber das lag auch nur daran, dass er halt langsam gemacht hat. Ja, aber so richtig. Wollte regelrecht, dass Vettel Hamilton. Nee. Ja, logischerweise. An Rosbergs Stelle, wenn das Rennen noch länger gewesen wäre, hätte ich Vettel eh überholen lassen. Ja, dann kam Verstappen. Ja. Der hätte aber auch scheiß Reifen. Der hätte Vettel im richtigen Moment als Verstappen noch weit den Rückfahrer überholen lassen müssen. Dann hätte Hamilton nämlich wieder Vollgas geben müssen, weil sonst hätte Vettel nämlich Hamilton auch gekriegt. Ja. Dann wäre wieder schlecht für Hamilton gewesen. Weißt du, wie, was ich auch wieder gesehen habe, Vettel ist Vorschau, Vettel hat auch nur diesen einen Supersoft. Er hatte gar keinen anderen Reifen. Was? Der ist mit einem Supersoft das Rennen gefahren? Er hatte nur einen Supersoft zur Verfügung. Ja, der ist auch zweimal Soft und dann... Oder ne, der ist einmal... Da gibt's oh, mal einen Applaus für die Ferrari-Strategie, ey. Ne, der ist einmal super Ultrasoft, dann Soft und dann Supersoft. Da gibt's mal Applaus für die Ferrari-Strategie. Ja, sag's nochmal. Da gibt's einen Applaus für die Ferrari-Strategie, alles klar. So. Irgendwie ist das Rennen gerade mega öde. Ja, ist es auch. Mit 6 Leuten. Ja, ich fahr schon das ganze Rennen lang mein eigenes Rennen. Ja, ich auch. Also ich wäre dafür, dass wir es morgen mal wiederholen. Nee. Nö. Ich nicht. Ganz klar, einfach nein. Kannst du mit Tobi sagen. Weißt du, was der sagt, ey. Das ist genauso wie Grashalm in Mexiko. Können wir das Rennen wiederholen? Das ist doch unfair. Können wir ja nicht machen, ne? Weil wir können halt keine Rückzeug drauf einen nehmen, weil ansonsten hätten wir 10.000 neues. Richtig. Das hat schon früher bei mir und einem Kollegen im Splitscreen nicht funktioniert. Ja. Ach so, dann muss ich dir immer in der ersten Runde wiederholen, ne? Ja. Oh, ihr habt einen Fehler gemacht und dann hat der andere einen Fehler gemacht und dann hat wieder der andere einen Fehler gemacht. Da weißt du, in F1 2005 ich bin mit meinem Kumpel aufs Hütchen gefahren. Dann sind wir Monster einfach von dem letzten Platz einfach mit Vollgas in die Menge gefahren, das war immer lustig. Das musst du bei den ganz alten Spielen machen, bei Formel 1 2001 oder so, da sind die Autos die Gegend geflogen, das war lustig. Boah, ja, war aber nicht so die Qualität. Einmal so ein komplettes Rennen im Monat gefahren. Einmal? Einmal. Aber nur einmal, oder? Ja, haben auch gewonnen. Aber nur einmal wirklich, oder? Und ansonsten haben wir die KI immer im Monaco rausgecrashed. Ja, Monaco erste Kurve, beste. Als es noch rote Flaggen gab, ne? Hältst du die mit KI auf?
Ein paar werden disqualifiziert, ja. Und dann fängst du von vorne an. Und dann machst du es einfach mit den anderen auch wieder. Ja. Kennt einer das Video in der Kurve, wo der Typ in der Kurve stehen bleibt auf YouTube? Die Pastor Maldonado-Taktik? Ja, hab ich auch gesehen. Hab ich mir erst vor ein paar Tagen so angeguckt. Hätten wir mal online machen müssen. Welcher Marker für die Spannung? Ne. Wie viele Sekunden Zeitstrafen hast du? 3 Sekunden. Ja, ich hab 6, bruh. Janis, hast du Zeitstrafen? 3 Sekunden. Also ich hab 9 Sekunden. Über Leistung gehen. Ja. Also ich hab 12. Vor und hinter mir ist nichts. Ich kann so viele Zeitstrafen mir holen, wie ich will. Boah, ich glaube, das wird der Öl. Ja, Janis auch nicht mehr auf mich aufholt. Also Janis, ich hab 12 Sekunden Zeitstrafen. Also ich lösche, glaube ich, gleich meine Aufnahmen, weil bei mir passiert eh nichts. Nee, bei mir passiert auch nichts. Es kann auch nicht viel passieren bei 8 Leuten. Ja, eben. Außer ihr sagt mir jetzt, hier ist irgendwo ein Duell. Ich habe die ganze Zeit auch nichts drauf gehabt. Eigentlich lohnt sich das gar nicht, das hier wieder umzubauen. Bei Janis. Ja, was willst du? Also hier so ein bisschen DS, der fährt hinter Janis her. Du kannst aber Janis das angucken, ist da wird der überrundet. Nee, wow. Der wird nicht überrundet. Ja, da ist aber ein blaues. Achso, Janis hat überrundet. Janis hat gerade DS überrundet. Ja, so rum. Ich habe nur ein blaues Auto gesehen. Also von daher, das ist auch nicht spannend, weil Janis schon vorbei ist. Ja, Janis, bremst mal. Ja, macht mal ein spannendes Duell hier. Ja, genau, Micha, komm mal her hier. Ja, Janis, du bist vor mir. Ich nur quasi eine ganze Runde. Ich kann DS zugucken, wie er über den Rasen pest. Mach ein bisschen Action hier, DS, du bist eh letzter. Nö. Das war eine direkte Antwort. Mein Ziel ist jetzt mit Williams einfach Konstrukteursweltmeister mit Janis zu werden und das funktioniert schon. Jetzt kann ich hier Jay noch ein bisschen zugucken mit seinem fetten Mercedes. Ja, weil der cruist ein bisschen hier, zickzack und so. Also wenn fehlt das 150 Meter Schild bei der ersten Kurve nach dem letzten Sektor. Wer weiß? Entschuldigung. Ich sag ja mit meinen mentalen Fähigkeiten, ich mach alles kaputt. Ich habe sogar J1P9 kaputt gemacht. J1P9. Ja, guck mal, Jay schafft auch nicht die Kurve da zu nehmen. Direkt mal rausgefahren. Letzte Runde. Ja, ich war eher das McDrive, weißt du? Oh, ich habe einen. Ach so, ja, dachte ich mir. Kurz ein Double Cheeseburger holen. Ja, welches Schild habt ihr? Gönnt sich ja sonst nichts. Jetzt kannst du nochmal in die Box fahren, Jay. Nein, nein. Wie viel Prozent habt ihr denn, Jungs? 36. 52 vorne links. Ich hab 61. Oh, Jimmy ist über die Linie gefahren. Ich guck mal hier Micha zu, wie er ins Ziel fährt. Nicht? Ja, da kann ich eigentlich Yannick einfach die ganze Zeit reinschreiben. Ich hab auch keine Lust mehr. Er ist halt nix los, ne? Ja. Ja, mit 6 Fahrern, was willst du auch machen, Alter? Ja, könnt ihr nicht mal irgendwie näher beieinander fahren oder so? Ja, genau. Fahrt doch nicht so schnell da vorne. Micha, fahr mal in die Wand, damit wir noch einen Safety Car haben. Dann wird es mal ein bisschen spannend zum Ende. Ja, Safety Car. Ja, genau, damit das dann nicht strafen. Ja, ich habe ja mindestens schon 6 Sekunden aufgeholt, ne? Ich fahre auch gerade so safe, da glaubst du gar nicht, ne? Ne, ich habe tatsächlich einen Troll auf Mittel gestellt, seitdem ich mich nur driften bin, schneller damit. Ah ja, gut, klar, wenn man um die Kurven driftet, dann ist man immer schneller. Und 71% vorne links. Ach ja. Also meine Situation ist gerade sehr gut. Also ich kann mich nicht beklagen. So, ich fahre jetzt einfach einhändig. So, easy. Ja, wie gesagt, einfach so einen Schluck Whisky nebenbei trinken. So ein richtig guter. Ja, genau so. Wir fahren nochmal schnell in die Box, weil wir eh 21 Sekunden Vorsprung haben. Ich hätte das ganze Rennen einhändig fahren sollen. Ich bin schneller als sonst. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. So. Haben wir jetzt eigentlich bisher auf außer Minecraft Rassheim, in die Box. Minecraft, die fällt wirklich in die Box. Ja, ich will. Er freut sich jetzt auch in der Box und jetzt parkt er direkt hier bei seiner Crew. Nee, er fährt vorbei. Ich habe keine weitere Runde mehr zu fahren, habe eh keinen Sprit mehr drin. Ja, die Nummer 1 in den Trenchard. Und jetzt kommt Jay. Ich schieß aus dem Jay fährt in die Wand. Ich bin mit P3 zufrieden. Oh, Jay, richtig der Rap. Komm mal in die Wand. Alter, Jimmy. Jimmy, was fand ihr, ey? Ich habe ja gedacht so, life is over. Glückwunsch zum Podium.
Alter, also stell dir vor, er wäre jetzt rausgeflogen und dann. Na guck mal, jetzt gucken, können wir hier noch Jannis zugucken. Jannis, ja, oh, super, der gönnt sich auch nochmal hier so einen kleinen Drift. Er driftet. Das wollen wir sehen. Und hinterher kommt DS. Und das war's. Hey, guck mal, ich hab die wenigsten Zeitstrafen, ja? Mein Teamkollege mit Micha. Guck mal bitte meine Strafen an. Ey, ich will nichts sagen, ne? Aber ich bin 7. Platz, 6 Punkte. Ich würde mal sagen, Applaus. 4 Strafen, 12 Sekunden habe ich. Aber das Spiel sagt, ich hätte 0, das ist ja unfair. Wie viele Punkte rühre ich denn für den 5. 10. 10? Ja, kriegt doch recht. Dann habe ich jetzt insgesamt... 11. Nein, 57. Ja, genau. 11 ja, minus 10 ist 57. Na gut, ja. Das soll es gewesen sein, ja, für diese Aufnahme. Jetzt, absolut jetzt sofort, ja, beendet werden. Bis zum nächsten, ja, zweiten Liga-Rennen. Haut da rein, hat Spaß. Und das ist ein Baku. Das ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.